sind ja überall keine. Fass hier bloß nichts an! So, hast also deinen Mörder gefunden, hä? Ja, Bronco war's. Er hat eins von deinen Messern benutzt. Der alte Mistkerl hat sich bei mir den Bauch vollgeschlagen. Und mich hätte er für den Mord bezahlen lassen. Tja, da habe ich dir einen Gefallen getan. Wie wäre es, wenn du dafür eine Schüssel von deinem Eintopf springen lässt? Vergiss es. Du kannst deine Wurst haben, aber das ist auch alles. Na toll. Na gut, dann gehen wir mal wieder raus. Aber wo komme ich denn jetzt an ein Feuerchen ran für meinen... Mann, Mann, Mann. Du hast Bronco des Mordes überführt. Damit ist es dir nicht nur gelungen, den Mord an Himmler aufzuklären. Du hast auch unsere Gemeinschaft von einem gefährlichen Verräter befreit. Ich bin Meister Ignatius. Deine Grundausbildung hast du nun hinter dir. Aber Großes liegt noch vor dir. Du willst mich prüfen? Ich will, dass du lernst. Unsere Prüfungen helfen dir nur dabei. Komm, ich will dir etwas zeigen. Show me. Ich hätte aber lieber gerne eine Feuerstelle, der ich dann Brösel die Brösel machen kann. Da ist ein Herd. Die hier oben haben alle Herde. Was hast du mit mir vor? Das hier, das ist die Bibliothek. Hier wirst du lernen. Weisheit findet sich in Büchern und alten Steintafeln. Welch ein Ort wäre wohl besser zum Lernen geeignet als eine Bibliothek? Ich erwarte von dir, dass du alle Bücher liest. Wenn du glaubst, bereit zu sein, sprechen wir weiter. Ja, dann lesen wir doch mal alle Bücher. Wo fangen wir an? Hier. Hier. Ach. Über Spruchrollen und Zutaten. Ah. Um Telekinese auf eine Spruchrolle zu schreiben, braucht man etwas Fudelstab. Oh, Schatztruhe. Interessant. Hi, Rekrut. Was machst du hier? Wenn ich nicht gerade arbeite, suche ich ein Buch. Was für ein Buch? Weisheit im Kampf. In dieser Festung soll es eigentlich ein Exemplar davon geben. Machst du sonst noch was außer lesen? Schreiben. Du schreibst Bücher? Nein, Spruchrollen. Ich muss dafür sorgen, dass der Orden immer genug Spruchrollen der Heilung in seinem Arsenal hat. Also, wenn ich gerade nicht hier bin, findest du mich in unserer Kammer am Schreibpult. Ansonsten trainiere ich meine Stärke und den Umgang mit der Armbrust. Armbrust? Aha. Es ist nicht die Waffe, die wir benutzen sollen, aber ich bin verdammt gut. So gut, dass du mich trainierst. Ich hätte auch keiner. Für dich wird's reichen. Mach doch mal eine Pause. Du willst lesen? Na schön, eine Pause kann nicht schaden. Was kannst du mir beibringen? Ich will meinen Umgang mit der Armbrust verbessern. Sich bewegende Ziele zu treffen ist ziemlich schwer. Normalerweise haben sie ihren Standort schon verlassen, wenn der Bolzen trifft. Ziele dorthin, wo sich das Ziel zum Zeitpunkt des Treffers befinden wird. Das erfordert eine Menge Übung. Okay, aber ich brauche eine Armbrust. Hier steht etwas über Magie. Oh. Ups. Ja, ich habe alle Bücher gelesen. Viel wichtiger ist. Darf ich mal kurz diesen Herd benutzen? Raus!
Versuch das nicht nochmal. Ah, ist ja gut. Ich habe alle Bücher gelesen. So? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, du hast die Bibliothek noch gar nicht betreten. Raus! Versuch das nicht nochmal. Ach, ich dachte, ich soll dir folgen. Dann ist die Bibliothek halt hier unten. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Magischen Sprüchen. Das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Okay, das sieht irgendwie aus. Als wenn hier was wäre, was nicht sehr freundlich ist. Telekinese. Die Kraft der gedankenbewegten Materie. Um Gegenstände aus großer Entfernung zu Magier hinzubewegen. Gut. Auch Schalter und Hebel, die weit entfernt sind, lassen sich auf diese Weise betätigen. Sehr interessant. Darf ich denn einfach jetzt hier so Eitronen? Oder sind die alle verschlossen? Schlösserknacken verstehe ich nichts. Hier steht etwas über Magie. Okay. Okay, ist ein Raum drunter. Bis jetzt ist es ja noch relativ ruhig. Aber hier kommt doch Levitation. Der Magier versetzt sich in einen Zustand der Schwebe. Er bewegt sich nur mit der Kraft des Geistes, solange er sich konzentriert. Auch Höhen lassen sich so überwinden. Allerdings erfordert dies mehr Konzentration. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Okay. Verwandlung in einen Nautilus. Ein Tier, das durch die kleinsten Öffnungen passt. Aha. Die dank ihres runden Panzers schnell rollen kann. Sowas. Der Magier kann auch die Verwandlung vorzeitig beenden. So, so. So, so. Ein Problem ist, dass ich hier... Oh. Die habe ich aufmachen können.
Okay, also muss ich jetzt bestimmt das benutzen. Für hier irgendwas zu machen. Bringt mich aber im Moment nicht viel weiter hier. Bücher. Interessant. Aber hier hört sich sie echt mal so mega gruselig an. Hier muss unter Garantie noch irgendwas sein. Irgendwas. Ich glaube, den hatte ich schon. Der Text handelt von magischen Sprüchen. Den hatte ich, glaube ich, schon. Okay, dann gehen wir jetzt mal hier rein. Das ist unmöglich. Okay, da komme ich nicht rein. So. Da. Der Text handelt von magischen Sprüchen. Okay. Das ist nix. Ist jetzt wieder was? Ah! Ja. Ja. Kommst du denn her? Das ist ja mal lustig hier. Ja. Ja. Okay. Ja. 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 Okay. Ein Skelett. Hier steht etwas über Magie. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Ach man, dieses blöde Schlösserknacken. Okay. Ja. Jetzt wäre natürlich Magie ziemlich geil gewesen. Okay, hier geht ja nix. Das ist unmöglich. Komm ich rein? Okay, dann müssen wir jetzt mal gucken. Wo ist denn noch was? So, da war ich. Da war ich. Vom Schlösserknacken. Ja, da kam ich her. Dafür müsste ich Schlösser knacken können. Also entweder darf ich, komme ich hier nicht weiter. Oder ich habe irgendwas übersehen. Was könnte ich denn übersehen? Da, den Schalter. Oh Mann, oh Mann. So. Okay. Einen Schlüssel. Interessant. Interessant.